Heute tanzen wir beide gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal und wenn du weiter mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstagabend um 19 Uhr via Zoom. Ja? Schau gerne hier einmal in die Videobeschreibung, da findest du alle Informationen und ich würde mich freuen, dich am Donnerstag zu sehen. So, dann fangen wir an mit unserer Tanzkombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir wieder, jeden einzelnen Schritt. Und dann tanzen wir beide zum Schluss noch einmal gemeinsam mit Musik. Los geht's! Okay, dann geht es los. Du stellst dich in eine elegante Pose. Dafür nimmst du deine Füße zusammen und drehst jetzt mit den Fußspitzen 45 Grad nach außen. Das heißt, deine Zehen zeigen jetzt in die Diagonale des Zimmers. Anschließend stellst du deinen äußeren Fuß auf. Das heißt so hier, du kannst dir vorstellen, du hast einen High Heel an. Der Fuß steht dicht am anderen Fuß, ja, also nicht hier so, sondern wirklich dicht am anderen Fuß. Dein Knie bedeckt das äußere Knie, beziehungsweise das äußere Knie bedeckt dein inneres Knie, nicht so hier, sondern so hier. Du richtest dich auf, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Ja, und mit dieser Pose hast du jetzt hier eine schöne runde Form und hier so diese Sanduhrenform. Ja, das sieht sehr elegant und sehr schön aus. Jetzt nimmst du deine Hände in die Hüfte und wackelst viermal mit der Hüfte. Eins, zwei, drei, vier. Anschließend machen wir eine Pose und nehmen dazu beide Arme gleichzeitig nach oben. Also, ich mache das nochmal und erkläre nochmal ein bisschen was dazu. Und zwar, bei der Pose nehmen wir beide Arme gleichzeitig nach oben und beide Arme sind schön gestreckt und elegant. Also hier nicht so, sondern schön gestreckt und elegant. Und wir nehmen die Arme von unten an, also den ganzen Weg nach oben. Ja, wir fangen nicht hier irgendwo in der Mitte an, sondern wir fangen hier an, unten, nehmen die Arme hoch und schauen einem Arm dabei hinterher. Und währenddessen du die Arme hochnimmst, lass die Schultern dabei unten. Also hier nicht das hier, sondern Schultern nach unten. Und diese Pose halten wir jetzt für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, jemand schießt hier ein Foto von dir. Jetzt nehmen wir die Arme wieder nach unten und packen beide Hände in die Hüfte. Und übrigens, wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr via Zoom. Ja, wir tanzen in jeder Stunde eine Burlesque-Tanzkombination. Ich erkläre dir nochmal ganz genau die Burlesque-Grundbewegungen. Du kannst mir all deine Fragen stellen. Genau, und wenn dich das interessiert, dann findest du hier noch mehr Details unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, dich am Donnerstag bei Zoom zu sehen.
Okay, wir waren hier stehen geblieben. Wir haben die Hände in den Hüften. Und anschließend machen wir jetzt hier mal mit den Händen drei, viermal so diese Bewegung. Jetzt gleiten wir mit dem rechten Bein nach außen, also mit dem Bein, was jetzt hier so aufgestellt ist, und streicheln unser Bein. Stell dir dabei vor, das ist das schönste Bein der Welt und du streichelst es ganz genüsslich. Währenddessen du das machst, achte auf folgende Dinge. Und zwar, wenn du runtergehst, bleibt dein Bauch eingezogen, dein Dekolleté offen und dein Rücken gerade. Also du fällst hier nicht so nach unten, sondern du bleibst dabei weiter hier schön elegant und streichelst wirklich ganz genüsslich dein Bein. Und mach das hier wirklich alles nur für dich. Denk nicht so sehr daran, was du jetzt hier alles noch an Hausarbeiten erledigen musst oder was jetzt hier irgendjemand anderes denken würde, wenn er dich so sieht, sondern spür einfach in dich hinein und tanz hier wirklich ganz genüsslich nur für dich. Okay, also wir haben unser Bein gestreichelt und sind jetzt hier wieder oben und legen jetzt unsere Hände auf ein Wolkenkissen ab und laufen mit dem Burlesque-Tanzschritt drei Schritte nach vorne. Ja, also eins, zwei, drei. Und jetzt stehen wir wieder hier in einer Pose. Und ich erkläre den Burlesque-Tanzschritt jetzt noch einmal. Ich gehe nochmal zurück. Also wir kamen hier an. Also wir haben unser Bein gestreichelt, kamen so an, legen jetzt die Hände auf ein Wolkenkissen ab und laufen drei Schritte nach vorne. Eins. Dann strecken wir das andere Bein nach außen und achten auch hier darauf, dass das Bein schön lang und elegant ist. Also nicht so hier, ja, sondern schön lang, elegant gestreckt. Zweiter Schritt und nochmal Bein strecken und dritter Schritt. Und stehen jetzt hier in einer schönen Pose. Jetzt kommen die sogenannten Grinds. Die Grinds sind die schöne, weich, geschmeidige Bewegung. Dazu nimmst du jetzt deine Hände in die Hüfte und machst hier wirklich diese genüsslich schöne Bewegung. Du kannst dir vorstellen, du malst mit deiner Hüfte eine Acht auf den Boden. Und damit die Bewegung noch weich fließend geschmeidiger wird, kannst du dir vorstellen, du hast Wasser in deiner Hüfte. Ja, und diese Bewegung machst du jetzt einfach ein paar Mal. Und anschließend beenden wir das Ganze mit einer schönen Schlusspose. Dazu beenden wir die Grinds und nehmen unsere Arme abwechselnd nach oben. Tada! Genau, und jetzt tanzen wir das Ganze noch einmal beide gemeinsam mit Musik.